ich habe jetzt gerade die Quest gemacht und konnte nach langer Zeit des Wartens endlich die erforderlichen Erdnüsse abernten. Jetzt steht hier, jetzt kannst du eine Zapfsäule bauen. Diese erlaubt es dir, deinen Traktor zu benutzen, mit dem du schneller arbeiten kannst. Ich habe zwar noch keinen Traktor, aber ich denke mal, da kommt noch einiges Schönes und Lustiges auf mich zu. Öffne den Shop Q und wähle die Zapfsäule unter der Kategorie Gebäude aus. Ja, Gebäude dürfte hier sein. Zapfsäule. Okay, ist hier groß. Okay, ich würde sagen, die machen wir mal... Ich weiß nicht, ob der Traktor dann auch da steht. Das ist das Blöde. Die machen wir mal irgendwo hier an den Rand dran. So, vielleicht so ein bisschen... Nein? Da. So, genau. Tada! So, ich habe jetzt eine Zapfsäule. Ich habe keine Ahnung. Du kannst eine Zapfsäule tanken, um deinen Treibstoff aufzufüllen. Sobald du Treibstoff hast, kannst du auf deinen Traktor springen, indem du V drückst. Okay, tanken. Langsam wird es ja aber ehrlich gesagt ein bisschen viel, was ich mir alles merken soll. Deswegen schreibe ich mir das mal eben auf, dass V der Traktor ist. Weil es sind noch ein paar andere Sachen gewesen, wo ich dann im Nachhinein eben überhaupt nicht mehr wusste, was jetzt eigentlich was war. So, das ist so ein Mini-Traktor. Wie cool. Oh. Ah, dann kann ich 3x3 Felder quasi machen. Ja. Während du deinen Traktor benutzt, kannst du auf mehreren Feldern gleichzeitig arbeiten. Dabei verbrauchst du Treibstoff. Nach ein paar Feldern musst du deinen Tank auffüllen. Flüge nun 9 Felder. Plöpp. Ach, das war das, was ich mal gesehen habe. Das ist ja geil. Ich befürchte allerdings, dass ich jetzt irgendwas verloren habe. Jetzt kannst du Aufgaben viel schneller erledigen. Du hast das Tutorial geschafft. Wenn du mehr Hilfe benötigst, schau dir die Spielanleitung im Pausemenü an. Viel Spaß mit deiner Farm. Ja, wunderbar. Das Tutorial ist zu Ende und ich kann jetzt hier fleißig weitermachen. Das finde ich doch schön. Dann würde ich sagen, dass ich hier direkt mal so ein bisschen weiterflüge. Weil das geht ja wirklich wahnsinnig schnell und gut jetzt mit dem Ding. So, soll ja auch so ein bisschen im Einklang sein. So, hier unten vielleicht noch was hin. So. Ja gut, dann machen wir das jetzt mal nicht 3x3, sondern machen wir mal so. Ich weiß nicht, was da jetzt alles minus geht. Ich glaube, das sind Erfahrungspunkte, kann das sein? Das wäre natürlich jetzt blöd. Kann ich den Traktor auch wieder mit V wieder einstecken, oder? Ja! Ach, das steht auch da unten, sehe ich jetzt gerade, dass ich V drücken kann. Ich bin auch so clever. Dann würde ich sagen, dass ich hier nochmal schnell die Hühner bzw. die Eier ernte. Die Hühner selber will ich ja eigentlich nicht ernten. So, ja, das heißt jetzt aber, dass wir jetzt quasi keine Quest mehr haben, oder? Für die Wissenschaft. Wir sollen 30 Karotten ernten. Ja, die brauchen leider noch ein bisschen. Und 10 tropische Fische. Eine Studie Wissenschaftler aus Eichenwalde leiten eine Studie, in der die Fruchtbarkeit des Bodens in der Umgebung bestimmt werden soll. Ist ein bisschen nervig mit den Hühnern im Hintergrund, ne? Wir wurden darum gebeten, verschiedene Produkte zu ernten, um genügend Informationen zu sammeln. Damit wir unsere Berichte... zu sammeln. So, damit wir unsere Berichte unterstützen können. Lass uns mit der Arbeit losgehen. Ja klar, dann pinnen wir das doch mal direkt an. Ich habe übrigens, nachdem ich 20 Mal schon hier drin war, habe ich hier den Fotomodus gefunden. Da kann man sich was raussuchen. Da steht auch alles oben links erklärt. Mit der Space-Taste das wegmachen und mit Enter Foto machen. Wenn man dann zurückgeht, sollte eigentlich da stehen, dass das Foto gemacht ist. Aber es tut es gerade nicht. Okay. Aber ich habe auf jeden Fall gerade ein Foto gemacht. Ich würde sagen, dass ich mich jetzt nochmal fleißig... Jetzt kann ich die restlichen Erdnüsse abernten. Toll. Jetzt, wo ich hier überall Karotten anbauen muss. Das ist doch eine Sauerei. Dann würde ich sagen, dass ich dieses ursprüngliche Erdbeerfeld, wollte ich gerade sagen. Wobei Erdbeeren bestimmt auch noch grün werden. Das hier habe ich übrigens gesehen. Das kommt für jedes Obst und so weiter und für jedes Gemüse kommt das einzeln, dass man da auch nochmal in den Level aufsteigen kann. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Na, da steht jetzt nichts mit benötigt Level. Irgendwo habe ich gerade gesehen, benötigt Level so und so. Ja, okay, das ist jetzt natürlich bei den... Das steht ja hier auch dran.
habe ich mich gerade erschrocken. Moment, wir haben jetzt gerade gewechselt. Kann ich jetzt überhaupt noch Karotten machen oder kann ich jetzt keine mehr machen? Ich hoffe. Wir hatten doch gerade schon Herbst und ich kann keine Karotten machen. Das war wieder klar. Aber das ist trotzdem nicht schlimm. Aber ich kann auch Kürbisse machen. Ich liebe Kürbisse. Ich muss gerade mal eben freies Feld finden. Da müssen wir Kürbisse anbauen. Ich glaube, die sind sehr teuer, kann es sein. Obwohl. Ja, doch. Sind schon was teurer, aber es geht noch. Also ich habe eben schon teurere Sachen, wie den Kohl zum Beispiel, gepflanzt, den ich eigentlich gar nicht pflanzen wollte. Aber das ist so geil. Ich liebe, also ich meine, ich liebe sowieso Halloween die ganze Zeit, weil der Herbst so richtig schön ist, beziehungsweise die Natur im Herbst so richtig schön ist. Und ich liebe Kürbisse. Also nicht zum Essen. Ich mag sie vom Essen her überhaupt nicht. Wobei Kürbissuppe gar nicht so schlecht ist. Also je nachdem, was es für eine ist, schmeckt die doch recht gut. Ich habe mal eine gekauft, leider nicht selber gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob selbstgemacht nicht vielleicht doch noch sogar noch besser schmeckt. Es war so eine Bio-Kürbissuppe, aber die hat wahnsinnig lecker geschmeckt. Aber Kürbisse an sich, also ich liebe irgendwie diese Form und dass man die zu Halloween macht und. Also jetzt hier so aushöhlt und so, das liebe ich unheimlich. Ja, ich würde sagen, tropischer Fisch. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt tropische Fische sind, die hier drin sind. Da muss ich mal eben in unserem schlauen Büchlein nachgucken. Doch, es ist ein tropischer Fisch. Okay, also das heißt, die werde ich jetzt noch angeln und ich werde nochmal Karotten anbauen und die dann holen. Und wenn dann noch irgendwas Interessantes passiert hier, dann werde ich mich auf jeden Fall wieder bei euch melden. So, was ich total vergessen hatte, vorhin noch zu erwähnen, ich habe hier diese komischen Wimpel hinter mir gefunden. Und zwar sind das Spielzeug Windrad. Da unten steht, man erntet alle 20 Minuten einen Edelstein und 2 XP. Ich nehme das jetzt mal wortwörtlich und ich gucke mal oben rechts bei den Edelsteinen. Ich habe jetzt 35 Edelsteine und ernte mal. Ja, und ich habe hier einen Edelstein geerntet. Ich weiß jetzt nicht, was das jetzt mit den XP ist. Wahrscheinlich sind die XP nur von diesen Windradfeldern. Aber das hat funktioniert. Das heißt, wenn ihr irgendetwas kaufen möchtet, und hier sind ja genügend Sachen drin, für später, die man dann auch, ich finde es jetzt hier den Brunnen zum Beispiel, wo man XP für braucht, beziehungsweise wo man Edelsteine für braucht, die könnt ihr euch dann bedenkenlos kaufen, weil ihr könnt euch jederzeit so ein Feld selber machen. Das ist dann irgendwann ab Level 3, glaube ich, war es, ist es hier aufgetaucht. Und damit könnt ihr die Edelsteine ernten. Klar, es dauert natürlich eine ganze Weile, bis ihr die Edelsteine bekommen habt, aber solange man sie erhalten kann. Sie sind zwar recht teuer, also es kostet pro Edelstein 300, ja, ich sag mal Dollar. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Oh, ich habe noch einen neuen Fisch dazu bekommen, sehe ich gerade. Es war übrigens ein Aal, es war keine Muräne. Es ist auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, dass man alle Sachen, die man jetzt hier zur Deko kaufen möchte, zum Beispiel, wofür man Edelsteine braucht, oder ein Gästebuch. Ich weiß nicht, ob es nur zur Deko ist oder ob dann wirklich die Gäste was hineinschreiben können. Das wäre natürlich ganz cool. Ein Grill kann man sich kaufen. Wobei ich denke mal, dass das jetzt nicht so wichtig ist, sondern dass das wirklich alles nur Deko-Gegenstände sein werden. Genauso wie Holzschild und so weiter. Das ist jetzt nicht so eine wirkliche Funktion in dem Sinne haben. Aber es gibt ja zum Beispiel auch die Zäune. Die sind zwar auch zur Deko, wie man hier sieht, und da ist auch sogar eine Holztür noch mit drin. Aber man kann sie natürlich wunderbar verwenden, um die einzelnen Felder voneinander abzustecken, indem man zum Beispiel sagt, okay, in den Feldern kommen jetzt nur, keine Ahnung, Kartoffeln hin oder was weiß ich. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kann man auf diesen Holzschild auch draufschreiben, Kartoffeln oder, keine Ahnung, Trauben, glaube ich, konnten wir auch noch machen, dass man das so ein bisschen beschildern kann, was da jetzt genau in diesen Feldern drin ist. Das fände ich unheimlich cool. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Und ach, es gibt da noch Holzwege, sehe ich jetzt gerade. Ist natürlich auch ganz cool. Wobei, ich glaube, dann würde ich diese Steinwege schöner finden. Finde ich aber ein bisschen übertrieben, wenn man dafür jetzt jedes Mal 2 Edelsteine ausgeben würde. Es sei denn, man möchte vielleicht irgendwie so einen kleinen Platz bauen,
wo man Blumen drumherum baut. Also nur eine kleine Ecke, dann wäre das noch okay. Aber die notwendigsten Sachen, die kosten zum Glück alle nur Dollar. Wobei da jetzt irgendwie nur eine Zeit steht. Da steht jetzt gar kein Geld drin. Aber es kostet auf jeden Fall 400. Es scheint doch noch den einen oder anderen... Nee, hier ist auch nur die Zeit drin. Okay, ich wollte gerade sagen, es gibt wohl noch den einen oder anderen Bug. Das waren übrigens wirklich Zitronen, die ich da abgehoben hatte. Ja, ich bin echt mal gespannt, was es sonst noch so für Sachen gibt, die ich hier Neues erklären kann. So, ihr Lieben, was ich bisher noch gar nicht wusste, es gibt eine Möglichkeit, dass es regnet. Und zwar ist es sehr regnerisches Wetter und da ist mit einem Schlag alles, was ich noch hätte bewässern müssen, ja, plötzlich bewässert. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr tolle Idee, dass es das auch gibt. Also diese ganzen, ja, Wetterphänomene, sage ich jetzt mal. Weil das erleichtert uns Farmern die Arbeit doch ganz allgemein. So, ich habe jetzt gerade noch eine kleine Sache gemacht. Die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar habe ich festgestellt, dass wenn ich auf Gebäude, genau, auf Gebäude gehe, dass ich da jetzt eine Holzscheune freigeschaltet habe. Die erhöht die Lagerkapazität für alle Waren um jeweils 10. Die habe ich jetzt für 20 Edelsteine gekauft und habe mir die hier in die Ecke gestellt. Sieht doch ganz schnieke aus, muss ich sagen. Und wenn ich jetzt auf Escape drücke, dann sehe ich, dass alles, was ich bis vorher... Dass alles, was ich vorher nur bis 20 lagern konnte, jetzt auf einmal bis 30 reingeht. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, ob das irgendeinen Nutzen hat. Oder warum ich die Sachen überhaupt bei mir lagern muss. Ich denke mal, das hat ein bisschen was mit dem zu tun, was ich am Anfang mal gesagt habe. Dass man so und so viel hier drin haben muss für gewisse Sachen. Ich weiß jetzt gerade, hier zum Beispiel... Da steht zum Beispiel, dass man einen Obststand bauen kann. Jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Dass man aber, so wie ich das verstanden habe, immer das Lager mit 20 voll haben muss. Ich denke mal, für solche Sachen ist das wohl gemeint. Ich weiß nicht, ob man dann dadurch was verkaufen kann an andere, also an seine Freunde oder so. Oder ob man grundsätzlich was verkaufen kann und da wirklich jede Minute... dann die Äpfel verkauft werden. Das wäre ein bisschen viel, weil dann würde jede Minute, würden dann 5 von diesen Edelsteinen kommen. Finde ich persönlich etwas viel. Aber ich könnte mal einfach der Spaßeshalber mal so ein Ding dahinstellen. Ich meine, es kostet 10, es ist jetzt nicht so teuer, dass ich das mal hier neben der anderen Sache hinstelle, die ich nämlich gerade noch gemacht habe. So. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Ich kann auch draufklicken. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, ob ich jetzt was bekommen habe oder nicht. Wenn ich jetzt echt bin. Aber es läuft ja jetzt erstmal 50 Sekunden noch runter. Hier habe ich mir jetzt ein Gästebuch erstellt. Das heißt, so wie ich das verstanden habe, wenn Gäste kommen, können die ja draufklicken. Und wahrscheinlich irgendwie einen lieben Gruß da lassen oder so. Müsste ich mal austesten. Bisher hatte ich ja noch keine Freunde, die überhaupt mitbekommen haben, dass ich das Spiel spiele. Aber es ist bestimmt ganz lustig. Also ich schau mal, ja, ob ich da die ein oder andere Nachricht vielleicht demnächst mal lesen kann. Ich würde sagen, ich warte jetzt noch eben die verbleibenden 10 Sekunden knapp ab. Und dann schaue ich mal. Ich habe jetzt 130.000 an Geld drin und 20 Diamanten drin. Dann schaue ich mal, was ich gleich drin habe, wenn ich drücke. Tatsache! Also 130.000 ist geblieben, aber ich habe wirklich 5 Diamanten geerntet. Allerdings geht das natürlich nur so lange, wie ich das Obst noch hier drin habe. Das heißt, naja gut, es geht natürlich nicht endlos viel. Dafür müsste ich dann mal schauen, dass ich mehr Obstbäume baue, würde ich sagen. Darum kümmere ich mich jetzt erstmal. Und ja, so langsam macht es mir immer mehr Spaß, weil man nämlich auch die Edelsteine so richtig schön auffüllen kann. Ich lasse es hier noch ein bisschen regnen und sich den Regen um meine Felder kümmern und werde mich selber jetzt erstmal um die Apfelbäume kümmern.
So, das ist zwar jetzt keine große Sache, aber ich wollte euch zumindest mal eben mit. Klappe da hinten. Ich wollte euch zumindest mal eben mit dabei haben, wenn ich mein Land hier vergrößere. Wobei ich nicht genau weiß, ob ich das wirklich bei den Hühnern machen sollte. Ich glaube, ich werde das auf der Seite da hinten lieber machen. Weil ich denke, dass man von hier aus eventuell besser laufen kann. Aber ich bin mir nicht sicher. So, unten links steht ja schon, Land kaufen für 25 Edelsteine. Ich habe zwar jetzt nur 28, aber da ich das noch nicht gemacht habe, muss ich das unbedingt mal machen. Und voilà. Mein Land ist jetzt riesengroß geworden. Ach, ich sehe gerade, die Sachen bleiben dann alle hier drauf. Oh, das ist ja geil. Dann habe ich jetzt Windräder hier. Die kann ich bestimmt später auch noch bauen. Dann hätte ich vielleicht doch taktisch clever zur anderen Seite mein Land erweitern sollen. Aber das macht nichts. Ich schaue mal eben nach. Da ist, wäre jetzt auch ein Windrad drauf gewesen. Da hinten würden noch Kirschbäume oder sowas sein. Da ist Paprika. Die habe ich ja selber auch schon angepflanzt. Oh, da hinten ist sogar ein Brunnen, ein Brunnen, hier so eine Brücke mit bei. Die wäre hier auch bei gewesen. Schade, eigentlich hätte ich jetzt das Land hier gerne gehabt, wenn ich jetzt ehrlich bin, weil ich die Brücken so toll finde. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir die auch selber machen können. Ja, das war im Moment erstmal alles, was ich machen kann. Ich muss mich jetzt noch darum kümmern, die restlichen tropischen Fische zu holen. Und dann hoffe ich, dass wir uns gleich wiedersehen. So, ihr Lieben, ich habe gerade gesehen, dass hier irgendeiner rumläuft. Da hinten läuft eine Katze. Da läuft einer mit Mähdrescher über mein Feld. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Aber ich finde das total toll. Oh, jetzt habe ich hier vor lauter Freude, habe ich jetzt gerade ein Feld gemacht, was ich überhaupt gar nicht machen wollte. Malor, okay. Warum? Kann der jetzt mit einem Mähdrescher hier? Kann man auch mit einem Mähdrescher abernten anscheinend? Das habe ich jetzt noch gar nicht gewusst. Das geht natürlich viel schneller, als wenn man das Ganze dann einzeln macht. Aua, die überfällt mich hier. Okay. Hallo, Malor. Tschüss. Okay. Ja, das wusste ich noch gar nicht. Aber die hat eine süße Katze, die hinterherläuft. Das ist ja lustig. Da schauen wir ihr doch mal so ein bisschen beim Arbeiten zu. Oder ihm. Es ist ja, glaube ich, ein Er, ne? Es sind kurze Haare. Die Eier werden noch abgeerntet. Ich schaue einfach mal ein bisschen zu. Das Lustige ist, ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass irgendjemand aus meiner Freundesliste überhaupt online ist und das Spiel spielt. Also ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wer es ist. Der Name sagt mir gerade was. Entschuldige bitte, wenn ich dich gerade nicht zuordnen kann. Aber du machst das toll. Du bist ganz fleißig. Ja, ich finde das lustig. Dann kann ich mich jetzt darum kümmern, die Bäume zu machen. Hier könnte ich eigentlich auch nochmal irgendwas Neues hinpflanzen, glaube ich. Moment, waren das Auberginen? Ne, das waren Trauben. Blaubeeren habe ich noch. Moment, Blaubeeren, die müsste ich dann hier vorne mal hinpflanzen, weil da habe ich noch gar keine. Ich finde das lustig. Ich finde das auch toll. Ich wollte auch mal zu jemand anderem gehen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Und ich habe auch keine Ahnung, wie ich jetzt eventuell, falls das überhaupt geht, mit ihm chatten könnte und mich dafür bedanken könnte. Oh, ich glaube, er ist gerade weg. Hat die Sitzung verlassen. Oh, schade. Wenn du irgendwann mal dieses Video siehst, Maloa, vielleicht zufälligerweise. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich habe leider keine Ahnung. Ja. Ich habe leider keine Ahnung, wie ich dir danken kann. Ich weiß auch nicht, ob du dich jetzt verewigt hast in meinem Gästebuch. Kleine hübsche Farm. Ja, ich habe ja gerade erst angefangen. Aber trotzdem, Dankeschön. Kann man? Zeige Spielerprofil. Das mache ich jetzt mal eben, ohne dass ihr dabei seid. Ja, okay. Ich habe gerade festgestellt, dass Malor überhaupt gar nicht in meiner Freundesliste drin ist, was irgendwie seltsam ist.
Zu Favoriten hinzufügen. Mache ich jetzt mal einfach, weil. Ja. Ich weiß auch nicht. Er hat aber. Nee, er hat, glaube ich, nicht gepflügt. Er hat, glaube ich, nur abgeerntet bzw. gewässert oder so. Nur Ernten, benutzerdefinierte Ernten, Quest und Pflanzen. Ich mache jetzt einfach mal nur Ernten. So. Weil die anderen eigentlich auch alle nur Ernten drinstehen hatten. Aber das ist lustig. Es war mal jemand bei mir auf der Farm, den ich überhaupt nicht kannte. Und ich habe keine Ahnung, wie der überhaupt auf mich gekommen ist. Oder wie ich jetzt zu ihm theoretisch könnte. Falls ihr da jetzt was zu sagen könnt, wie ich meine Freunde vielleicht mal besuchen könnte, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, dass ich das dann demnächst selber auch mal machen kann. Und vielleicht auch mal beim Malor vorbeigehen kann, um mich zu bedanken. Das wäre cool. So, Leute. Jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit gefunden, die natürlich nicht gerade unwichtig ist. Und zwar habe ich jetzt gerade das Spiel verlassen und ich habe jetzt hier vorne gerade Personalisiere gefunden. Da kann man unter anderem den Farmer personalisieren. Sprich, man kann ja, weiblich oder männlich draus machen. Deswegen habe ich auch vorhin einen Typen gesehen. Man kann die Sachen, die die Person trägt, ändern. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Da stehen Level. Ich denke mir mal, das sind dann die Level von den Usern, wo das dann freigeschaltet wird. Man kann die Frisuren ändern, wobei jetzt hier nicht so viel Unterschied ist. Haarfarbe. Ja, ich habe normalerweise immer ein knalliges Pink drin. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Obwohl, na, das kommt dem schon... Ja, nehmen wir mal Lila. Obwohl... Ah, nee, das ist schon eher dann meine Farbe. Ja, das Gesicht. Ich sehe nur gerade nicht. Doch, hier sehe ich jetzt andere Frisuren. Aber die sehen, ja, sehr männlich aus, die ich jetzt habe. Also, das ist schon okay. Da kommen auch nachher noch ein paar süßere Sachen, sehe ich jetzt gerade. Die ist richtig süß hier auf Level 21. Das wird allerdings... leider noch eine ganze Weile dauern. Brillen kann man noch einstellen. Was sind das? Ach, das ist ein Nasenring. Das ist ja cool. Okay, ist eigentlich nicht mein Stil, aber lasse ich mal drin. Das sieht irgendwie ganz lustig aus. Und ich kann sogar einen Rucksack mitnehmen. Ja, okay, den möchte ich jetzt nicht mitnehmen. Aber ich habe hier halt schon so einige Sachen gefunden und das speichere ich jetzt direkt mal ab. Es gibt auch noch andere Sachen. Man kann hier verschiedene Gesten machen. Ich glaube, da muss man dann die 1 bis 4 drücken. Da gucke ich gleich nochmal kurz nach. Und man kann verschiedene Traktoren aussuchen. Wobei ich den eigentlich so ganz süß finde. Auch mit Blümchen drauf. Okay. Na gut, die Farbe ist schon ein bisschen grausig. Ich mache den mal in Knallpink. Gibt es das? Ne, in Lila. In Lila, obwohl Pink. Doch, gibt es auch. Ja, super. Die Zweitfarbe dann irgendwie... genau, so ein strahlendes Grün. Das sieht doch irgendwie cool aus. Ja, ich weiß, ihr haltet mich jetzt für total bekloppt. Was ist das? Ach, da kann man sich noch so ein Ding dran machen. Okay. Gut, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Das ist eine Antenne. Aber das speichere ich auf jeden Fall. Und man kann sich sein Haustier holen. Jetzt weiß ich, wie die hinterhergelaufen sind. Ich habe jetzt... ein Hund und eine Katze. Ich stehe zwar mehr auf Hunde, aber irgendwie sieht die Katze jetzt besser aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Größe, Augenfarbe, Halsband. Ja, die Katze muss natürlich jetzt auch so ein knalliges Halsband bekommen. Entweder Giftgrün oder so ein knallig Pink. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Aber leider kann man die Fellfarbe nicht ändern. Naja gut, ist auch nicht so schlimm. Ach, das sind die Details hier von dem Halsband. Da kann ich aber noch das knallige Grün reinmachen, genau. Ja, da habe ich doch so einige Sachen gefunden. Farmhelfer kann man wohl auch machen. Die sehen dann so aus. Speicher mal einfach. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das wollte ich euch eigentlich nur noch mal kurz zeigen. Das habe ich nämlich auch noch herausgefunden. Und wie ihr wisst, ich bin ja hier noch in der
ich muss noch alles lernen Phase, aber alles, was ich herausfinde, werdet ihr auf jeden Fall in meinen Let's Plays finden, bis auf dieses lästige, ich farm hier, ich farm da, aber ich werde bestimmt auch mal ein Video machen, wo ich dann auch bei anderen Farben mal drauf gehen werde.